Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's euer Fabian und mit dabei ist der ganze Team mit Patrick, Tommy, Tim, Leon, Tom. Habe ich noch irgendwen vergessen? Oder passt das? Denkt dran. 3 Minuten. Oh, Mathis, ja, der Wichtigste kommt immer zuletzt. Ja, schön, dass du es zugibst. Ja, immer doch. Koppelst du an? So, das wird jetzt kompliziert. Magst du meinen LKW da mal wieder raus, unseren LKW da mal wieder raus befreien? Ja, Fabian, hallo? Ihr könnt euch auch einen Teleskoplader bei uns leihen. Den brauchen wir aber momentan. Momentan brauchen wir ihn selber. Aber ja, das wäre super, dann. Wir sind im Moment auf einer Baustelle, wir müssen Dachlatten austauschen von der Garage und ne. Okay. Achtung! Oh. Ja. Von den Höfen ist, wenn du hier da runterfährst. Das ist, wenn du bei dem Reifeisengeschäft, da die Straw drin. Jo, kein Ding. Jo, klick. Gleichfalls. Okay. Ja, das gleiche habe ich auch gedacht. Ah, wer hat mich denn jetzt festgefahren? Fahr mal das. Da muss jetzt nur mein Auto von vorne kommen, Mathis, ne? Ah ja, da steht drauf Großschadenslage, Feuerkraftwerk in Osterholz. Okay, das ist Katastrophenschutzalarm. Nee, hier Kreisbereitschaftsalarm. Heißt, sachte an, Jungs. Langsam, Tommy. Was? Tom? Ja, okay. Wache, Leitstelle hört. Lass mal da.
Aber du, da müssen Sie Ihren Wachleiter der Wache 1 kontaktieren. Tommy, wache ihm noch. Tom, wo bist du? Tim, warum das Telef? Das Telef ist falsch. Hier vorne. So, Tom? Haben wir alle? Okay, dann fahrt. Ich mach Türen zu. Tommy, mach mal dein Blaulicht an. Mach mal dein Blaulicht an. Denk dran, Leute, sachte an. Vorsicht hinter mir. Okay, wie gesagt, langsam an. Okay. Ja, Mathis. Zwölf, 28, 1 an 12, 33, 1. Komm. DLK 33. Bleib mal im Stehen. Das ELW muss vor euch und hier auf dem Hof ist Treffen. Wir stellen uns hier jetzt in Reihenfolge auf. Das ELW steht dort vorne. DLK kommt dahinter. Nee, braucht ihr noch nicht. Wir müssen da erstmal Bereitschaft fragen. Bei der Leitstelle, wir müssen erstmal Kontakt halten. Fahr deine Fühler mal wieder aus. Alle Fahrzeuge, Leon, hinter mir. So. Das ELW bleibt dort stehen. Der RW kommt neben Tommy. Und Leon, du fährst zwischen RW und DLK dann. Wo ist denn der Tom? Wo ist der ABC-RKW? Der ABC-RKW, ja. Ja, dann soll noch eben soll noch eben wer von der Wache 1, von der Wache 2 noch eben zur Wache 2 fahren, zur Wache 1 fahren und sich das RKW holen. Zwölf, 28, 2 an Leitstelle. Tommy, Blaulicht an. Ah, Mann. So. Hört, Leitstelle. Ja, das ist verstanden. So, Tom. Wir warten jetzt noch eben. Du kannst gleich am besten einmal bei der Leitstelle nachfragen, ob es schon eine Neuerung gibt. Also, und dann.
Das ist 12, das ist 12, 90, 1. Latchelert. Ja, also hier in Osterholz ist eine wurde die BMA eines Kraftwerks ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Osterholz ist vor Ort und nimmt die ersten Aufnahmen auf, wie groß das Feuer denn noch ist, ob noch Verstärkung aus eurem Raum benötigt wird. Also erstmal Aufstellung am ausgeschriebenen Platz und danach auf weitere Rückmeldungen von der Leitstelle oder den Einsatzkräften auf dem Gelände des Kraftwerks in Osterholz. Wenn Sie Ihren ELW ausrüsten, dann können Sie in Kontakt über den Funkkanal 315 mit den Kräften vor Ort sein. Natschelert. Ja, das ist verstanden. Paddy. Hier Tischen. Warnblinkanlage kann ausgeschaltet werden. Also, hier einmal aufstellen. Einmal ihr auch, Tim, Mattes. Ihr könnt auch mitkommen. Das müsst ihr jetzt ja mithören. Nicht ins ELW rein, aber Mattes! So. Also nochmal ganz kurz an die vor jetzt, also die jetzt hier stehenden Einsatzkräfte. Sollten wir jetzt durchgerufen werden, würden wir in folgender Reihenfolge fahren. An vorderster Front fährt der ELW-3. Darauf folgt der ABC-RKW, das ABC-TSF. Darauf folgt der RW, die DLK und am Schluss fahren das Tele 4000 und der VRW. Habt ihr das verstanden? Okay, dann könnt ihr eure Leute jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass wenn was ist, dass das dann hart wird. Einsatzleitung, Einsatzstelle Kraftwerk Osterholz an ELW3 kommen. Ja, also bis jetzt haben wir ein bestätigtes Feuer im einen der Kraftwerksteile. In diesem Kraftwerk wird Strom erzeugt. Es ist aber kein Atomkraftwerk, also vorerst sowieso war ja schon Entwarnung, da es kein Atomkraftwerk ist. Ihr sollt aber trotzdem noch eben in Bereitschaft bleiben. Wenn weitere Lagen kommen, solltet ihr nicht mehr gebraucht werden, läuft es über die Leitstelle. Ja, okay. Leitstelle an 12, 12, 1, komm.
Ja, Rückmeldung von der Einsatzstelle. Feuer wurde gefunden. Schien größer als es erschien klein. Der Feuerschein trübt. Das Feuer wurde größer eingeschätzt, als es doch ist. Feuer wird jetzt bekämpft. Ihr braucht nicht mehr in Bereitstellung sein. Abrücken. Zurück zur Wache. Aber bitte in geordneter Reihenfolge. So. Stopp. Stopp. Ganz kurz. Ja, ich muss selber bei meinem Fahrzeug gerade mal Blaulicht ausmachen. Tom kann ja in der Zwischenzeit seinen LW wieder zusammenbauen. Also, wenn ihr gleich zurückfahrt, fahrt bitte vernünftig zurück und ne, beim Stopp, hallo, hallo. Und bitte beim nächsten Mal nicht gleich auf die Fahrzeuge springen, wenn ihr mitkriegt, dass Entwarnung ist. Weil Entwarnung gibt erst hier Tom vom ELW3. Sonst muss ich sagen, war das okay. Hallo, super Wetter, Fahrzeuge stehen hier. Ich würde sagen, die Fahrzeuge kommen wieder auf die Wache und über diese Kreisbereitschaft sprechen wir dann beim nächsten Dienst. So. Mathe, es fahr doch hier rum. Jo. Ja. Also Leute, hallo. Ich muss jetzt sagen, der Einsatz war gut. Noch eine kurze Sache zu den Fans. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie bei uns so ein Kreisbereitschaftsalarm aussehen würde. Dieses Mal sind alle Fahrzeuge, die ausrücken können, von den Wachen ausgerückt. Die restlichen Fahrzeuge müssen an der Wache bleiben, da der Brandschutz und die Hilfeleistung in dieser Ortschaft trotz dessen sichergestellt sein muss. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir sowas öfters machen sollen oder naja, das war jetzt zwar, ja, okay. Ja, genau, bisschen Philipp Lahm. Nee, auf jeden Fall, bevor ihr hier gleich einschlaft beim Fahren, nicht traurig sein, dass das jetzt kein Action-Einsatz war. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.